Fußball führt. Das ist eure Chance, euch zu beweisen und die Hand der holden Dame zu gewinnen. So wird es sich zu einem echten Ritter gehört, ja. Damit ich die hier in meine kleine Kackfestung einladen kann, oder wie? Wir müssen eine Armee aussenden, um die edle Dame zu retten. Und die Armee zu befähigen, braucht ihr einen Feldherrn. Das erinnert mich gerade irgendwie an den Angriff auf Troja. Der hat genauso angefangen. Da ging es auch um eine holde Jungfrau. Dann hat der Krieg 10 Jahre gedauert. Ja. Tipp! Feldherren wohnen im Feldlagergebäude auf dem Baumenü unter Militär. Ja. Militär? Da ist es doch. So, wo soll das außerhalb der Festung hin? Was? Das Feldlager. Oder soll es innerhalb? Das mu alles muss innerhalb sein. Ja, was bringt ein Feldlager bitte schon innerhalb der Festung? Es kann nichts außerhalb gebaut werden. Es ist aber auch unnötig, weil ein Feldlager ist gewöhnlich das, was in der Schlacht eingesetzt wird, also außerhalb gewöhnlich. Ah, du bist in dem Spiel also dabei, deine Burg zu verteidigen. Und ein paar Ritter. Also, er zockt auch was Mittelalterliches, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich muss ja nämlich Quest 5 Ritter erfüllt! befestigen. Für jede Armee, die auf der Weltkarte unterwegs ist, braucht ihr immer einen Feldherrn, der diese befähigt! Dann mach du das doch, ich brauch dich eh nicht. Tut mir ja leid, aber ich kann den Typ einfach nicht ausstehen. Um einen erfolgreichen Angriff durchzuführen, empfiehlt es sich, Belagerungswerkzeuge einzusetzen. Baut eine Belagerungswerkstatt. Tipp, die Belagerungswerkstatt findet ihr im Militärbereich des Baumenüs. Oder im Baumenüs. Ja, wie auch immer. Belagerungswerkstatt setzen einfach gleich daneben, neben das Feldlager. Ich weiß auch nicht, wo ich sonst hin tun soll. Fünfzehn, 14, 13, 12. Also in dem anderen Spiel, was wir da noch anzocken wollen, da sind die Bauzeiten manchmal, sagen wir, also die längste Bauzeit, die ich gesehen habe, geht über einen Monat. Ist nicht Und ich habe übertrieben. da gerade so ein Ding, das braucht 108 Ja. Stunden. Quest erfüllt! Nun könnt ihr Belagerungswerkzeuge bauen. Diese erhöhen die Chancen eurer Soldaten bei einem Angriff erheblich. Und wahrscheinlich auch im Rekrutierungsmenü oder wie? Wo wir sie dann auch einstellen müssen, die Werkzeuge. Neue Aufgaben, also ich. Wann werde ich den Typ endlich los? Den Gibt's wirst hier irgendwo Ninjas, die man mal auf jemand hetzen kann? Ja. Nun müsst ihr noch ein schlagkräftiges Heer ausheben. Was ausheben? Wo denn ausheben? Sollen wir ein Loch graben und das vergraben oder wie? Tipp! Belagerungswerkzeuge und Soldaten könnt ihr im Rekrutierungsmenü auswählen. Was sage ich eigentlich? Ich habe dafür keine Worte. Man muss wirklich alles rekrutieren. Und was sollen wir jetzt hier tun? Den Streitkolben-Typ oder wie? Guck, ob auf schießt man das, dann kannst du mal was gucken. Wenn da irgendwo ein Ausrufezeichen oder irgend sowas ist, dann draufklicken, dann kannst du jetzt besondere Sachen erledigen. Fortschritt! Ja, das ist ja super. Nun müsst ihr noch einen Schlagkräftigen. Also wir müssen drei von den Typen machen. So war das. Hab gerade irgendwie nicht drauf geachtet. Juhu. Ich habe eine Ritterburg endlich. So, zwei davon herstellen. Herstellen vor allem. Wir stellen unsere Männer her. Es sind Roboter oder so. Ja, ist so. Es wäre jetzt doch mal, wenn man hier so eine Roboterarmee irgendwann hat. Ja, wir entwickeln uns weiter bis zur modernen Zeit. Quest erfüllt! Hervorragend! Mit dieser Streitmacht werdet ihr euren Feind zerschmettern! Und seltsamerweise auf diesem Bild hat er die Narbe genau auf der anderen Seite, also. Einfach nur eine spiegelverkehrte Aufnahme ist ja
auch einen Weg, Kosten zu sparen, um so ein Spiel zu machen. Neue Aufgabe, ich will dich nicht mehr sehen, verdammt! Ignorier den einfach. Hab ich Ach auch du, irgendwann achso, du getan. gibst Holz. Das hab ich auch irgendwann mal gemacht. Ich will aber im Spiel weiterkommen. Jetzt ist es an der Zeit, in die Schlacht zu ziehen. Geht auf die Weltkarte und befähigt einen Angriff auf die Raubritterburg. Tipp, ihr erreicht die Weltkarte über den Weltkugel-Button. Woher kennt ein Ritter beschön die Wörter Weltkugel und Button? Für die war die Welt noch eine Scheibe. Stimmt. Und wo ist dir jetzt die Weltkugel? Ach, hier. Zur Weltkarte. Die Weltkarte! Hier finde ich überall Raubritterburgen, die es zu besiegen gilt. Außerdem sind hier die Burgen anderer Spieler zu erreichen. Ja, die Drachenfeste, die ist schon mal. Raubritterburg. Raubritterburg, sage ich doch. Das ist die Raubritterburg. Klickt sie zum Angreifen an. Angreifen. Okay. Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Irgendwie hoffen, dass die ihr gewinnt. Ja, Streitkolbenträger. Streitkolbenträger. Und Streitkolbenträger. Alter, wieso lang brauchen die so lange? Ritter Sir Maximus. Es heißt übrigens nur Sir Maximus, nicht Ritter Sir. Es ist doppelt gemoffelt. Und klingt außerdem noch dämlich. Ritter Django 6. Ja. Es ist der albernste Rittername, den ich je gehört habe. Ich irgendwie auch. Quest erfüllt! Ihr habt euren schändlichen Widersacher zerschmettert und eure Soldaten werden nun dieses Lager plündern. Sie befinden sich jetzt auf dem Rückweg und bringen alles Wertvoll mit, das sie tragen können. Und was können die tragen? Level 5. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt ein neues Erfahrungslevel erreicht. Plus 60 Rubine, neue Gebäude, steht euch im Baumenü verfügbar. Wegweiser, Pranger, Vorräter und Eiserner Roland. Und wir haben eine Nachricht. Ah ja, Angriff, Sieg. Sieg! Die Schlacht bei Raubritterburg? Ja, also ich weiß nicht, wo ihr Grammatik gelernt habt, aber irgendwas ist hier ganz und gar nicht richtig. Und die Burg brennt. Ich weiß. Burg besuchen. Burg besuchen. Ah, geht doch. Neue Nachricht. Die Stimmung des Volkes. Je größer die Bevölkerung in eurer Burg ist, desto mehr Steuern könnt ihr kassieren. Doch leider haben eure launischen Untertanen gewisse Ansprüche, die erfüllt werden müssen. Kehrt zurück in eure Burg. Ich bin doch schon in meiner Burg. Ja, baut zunächst ein weiteres Wohnhaus, um eure Bevölkerung zu vergrößern. Tipp, je mehr Wohnhäuser ihr habt, desto größer ist eure Bevölkerung und somit auch die Menge an Steuern, die ihr einnimmt. Ja, jetzt müssen wir Jetzt nur noch habt ihr dafür sorgen, doch dass der irgend. Steuereinkassierer nicht irgendwie die Steuern für sich behält. Und das ist das hier, Das sechs. macht er ja gerne. Ah ja, wir sind 6 Tage vor Angriffen anderer Spieler geschützt. Wölfe vor der Burg. Oh, da kannst du auch gleich holen. Ein Rudel Wölfe treibt sich. Du Der war kannst ihn nur schlecht. verscheuchen. Ein Rudel Wölfe treibt sich vor der Burg herum. Die Bauern tragen sich kaum vor die Burgmauer. Was sollen wir tun, Herr? Verscheuchen oder erlegen? Ich verscheuche sie. Ihr habt die wildesten Bestien verscheucht. Hoffentlich können sie sich so schnell nicht Oh, wieder Scheiße. auftauchen. Ich hätte sie vielleicht doch erlegen sollen. Es kann, da konntest du noch nicht. Schatztruhe. Und jetzt macht er wieder Bumm. Also, Jetzt kommen diese Viecher. das ist ja Schatztruhe gefunden.
Ihr habt eine Schatztruhe geöffnet. Die Beute wird sofort in das Lager eurer Burg gebracht. Wer legt Baumstämme in eine Schatztruhe? Und vor allem, wie passen 50 Baumstämme in diese Schatztruhe rein? Wie groß ist die, bitte schön? Die muss ja so groß wie der Wald sein. Also da war es bestimmt auch nicht schwer, die zu finden. Ah ja. Bleibt aktiv im Spiel und um eure hier immer wieder tolle Belohnung abholen zu können. Ah ja, wir haben eine seltene Waffe des Frontkämpfers. Ja, die sieht sehr selten aus. Die sieht aus wie ein uranverseuchter Streitknüppel. 70 Holz und 50 Stein. Also so ein uranverseuchter Knüppel, denn ja. In den ersten 7 Tagen nach der Anmeldung könnt ihr euch hier ein kleines Geschenk abholen. Kann man sich das jeden Tag abholen? Und am Ende Belohnung gibt ab. es einen ganzen Ritter und der ist am vollmächtig. Den habe ich jetzt heute gekriegt. Epischer Helm des Schützen, ah ja. Stärker geworden. Wir sind schon fast eine halbe Stunde. Ah ja, der hat wieder Holz. Das klauen wir dem mal eben. Muss man sicher. Ach ja, hier, das haben wir natürlich aus dem Heiligen Gral ausgesaugt. Was war noch mal die Aufgabe? Ja, mein Freund. Dich mag. Bauer Wohn Haus Stufe 1. Ach so. Juhu, ich hab gesiegt. Ausrüstung, Baumenü. Holzfäller, Steinbruch. Ah ja, die müssen ja wieder im Stall wohnen, die Einwohner, die da zahlt man bestimmt gerne Steuern, wenn man so in einem Stall wohnt. Battle. Weil ganz ehrlich, wer wohnt denn so? Und wo bleibt eigentlich, also die halbe Stunde ist fast unwahrscheinlich. Dann muss jetzt bald mal der Steuern-Tübi kommen. Und wenn er die Steuern nicht zahlt, wird er einfach erhängt. Jetzt kannst du nicht. Ah, was Dann ein musst du sagen, Scheiße. entweder bestechen. Ich besteche den nicht, ich erhänge ihn. Oder stelle ihn an den Pranger. Wo die Leute ihn mit seinem Oh. Geld abwerfen sollen, sodass sein Schädel explodiert deswegen, weil er nur mit harten Münzen getroffen wurde. Der Geldgeiler. Den nennen wir jetzt einfach nur Geldgeiler. Wie heißt eigentlich deine Burg? Und du hast auch einen tollen Ritternamen, den ich natürlich nicht verrate, damit er nicht angegriffen wird. Ich weiß Wächst erhöht! Aufgepasst! Je höher eure Bevölkerung ist, desto niedriger ist die öffentliche Ordnung in der Burg. Ihr müsst sie nun mit Dekoration wieder erhöhen. Dekoration, was, also. Nun müsst ihr Dekoration bauen und dafür sorgen, dass die öffentliche Ordnung wieder steigt. Besitze Dekoration. Tipp: Je höher die öffentliche Ordnung ist, desto besser produzieren auch eure Betriebe. Dekoration. Ich stelle einen Pranger hin, das erhöht sofort das Bildungsniveau der Stadt und so. Wenn sie sehen, wie unmenschlich hier alles gehandhabt wird, noch da, da werden sie auf, da wird die öffentliche Ordnung sofort besser. Kann ich mir gar nicht anders erklären. Muss jetzt einen Minenschacht verteidigen oder wie? Nein, die können die benutzen, um einfach sich sozusagen, da gehen sie zum Beispiel Quest hier rein, kommen erfüllt! hier raus, ist das, Ihr was das seid. ist. Ihr solltet immer eine gesunde Balance zwischen Bevölkerung und öffentlicher Ordnung schaffen. Oh nein. Neue Nachricht! Ein furchtbares Missverständnis! Herr, ich fürchte, es gab ein kleines Missverständnis, was die holde Jungfrau angeht, die ihr gerettet habt. Verzeiht mir, ich bin untröstlich. Was denn für ein Missverständnis schon wieder? Ein Ja, das Missverständnis. Missverständnis ist der Typ. Neue Nachricht. Mein Held, das ist ja ein starker Held. Oh ja, ich bin ja so froh, dass ihr mich vor diesen brutalen Männern beschützt habt, mein starker Rittersmann. Oh je. Ja, den musst mal gucken, was du am Ende mit dem machen musst.
Den stelle ich gleich an Pranger. Ach je, wie seht ihr denn, wie sieht es denn hier aus? Also wirklich, an unserer Burg müssen wir noch so einiges dekorieren. Wir sind